Moin Freunde, willkommen zurück zu Mario vs. Bowser, unserem komischen Kneppo, der sich in irgendeinen Fischanzug presst und dann Nein schreit und einen Destruction-Knopf unten dran hat. Ich gehe jetzt nochmal hier zu meinen Popo-Pieksern und muss mal ein Secret Exit suchen. Eine Popo-Piekser! Ich glaube irgendwo in der blauen Röhre drin. Doch. Wieso? In der da? In irgendeiner blauen Röhre. Die sind alle blau hier. Blau und schlau gelöst? Nee. Guck mal, was ich für ein sexy Butt hab. Ich wollte gerade sagen, hast du den Rucksack auf? Nee, das ist mein Hinterteil. Das ist mein Hinterteil. Aber da passt auch ordentlich was rein, so ist es nicht. Mhm. Ja, super. Was? Info. Ja. Tschüss. Soll ich mal hinterher springen? Nö. Ach, Menno. Vorsicht. Buttplug. Ich dachte, du sagst jetzt vorsichtig renne. Nee, ich renne nicht, das wäre ja kein Wahrheitsgehalt. Sagt er eigentlich nicht rennen oder ich renne? Nicht rennen. Blaubarschbub! Ich hab das Böse! Du darfst die Braut jetzt küssen. Und dass du drei Helden wieder vereint? Nö, du hast geheiratet. Vielleicht auch da oben drin, in der gelben Röhre. Ah, ich glaub nicht. Nee, ist auch nicht. Ah ja, jetzt kommt er hier wieder. Das da oben sieht so seltsam aus. Ja, dann gehen wir da mal hoch, ne? Ja. Ja, und jetzt? Toll, haben wir nur eine Abkürzung geschaffen. Aha! Ah, oh! Wie grässlich. Der war knapp. Oh, Alter, stell dir mal vor, du setzt dich aufs Klo und das Ding kommt da rausgeschossen. Buttplug! Buttplug, Buttplug, Buttplug! Das ist ein Pokémon. Nein, das ist das dritte Powerpuff Girl, Butterplug. What the fuck? Da hast du sogar noch die Münze geschenkt bekommen. Für den schlechten Witz. Halt dir mal ein bisschen Kleingeld da. Es kommt bestimmt wieder so ein. Nicht einfach in die Röhre rechts jetzt. Nee, warte. Und oh! Race Facility. Vorsicht, nicht rennen! Wie Spaß. Mach ich gerne. Ist mir lieber als hier. Das ist nämlich schon so schwer, wenn du hier hochkletterst. Mit den Gummistiefeln Kneppos hier nicht zu spaßen. Ne, nicht wirklich. Dum 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 dum, yo! Dum. Oh yes! Hardcore! Hardcore! Hier kommt die Gitarre! Hardcore! Du siehst Arme und auch Beine, ein kannst auch du eine Kugel sein! Ihr könnt es sich im Eisenhandel machen! Machen wir die Magnetenwurfel! Ja, ich hatte keine Lust auf vier Feuerteile! Ich hasse den Luigi! Ich hasse die Schule! Komm mal runter hier. Ich hasse die Schule. Ja, die Schule. Ja. Diese Französische ist die Schule. Warum hat er ihn eigentlich nicht Dick genannt? Stell mal vor, er würde Dick Cox heißen. Vorsicht! Pass auf, da wieder der gelbe Raser. Was? Das sind zwei? Das ist seine Frau. Das Problem ist, du kannst sie nicht unterscheiden. Für uns sehen die doch alle gleich aus. Ja. No offense, ne? Lalalalala. Chris, geh mal in eine der blauen Röhren rein. Nö. Siehst auch Arme und auch Beine. Ein kannst du der Luigi sein. Ja. Ich dachte, ihr könnt's runtergehen. Hm, naja. Ja, da geht's auch runter. Muss ich nur von dem Feuerball treffen lassen. Alter. Oh. Chris, das war ein Scherz. Nicht wirklich machen. Bam, bam, bam. Das finde ich irgendwie jetzt schon ranzig, ne? Für mich wäre das jetzt typisch gewesen, wenn ich jetzt hier wirklich noch gestorben wäre, gerade eben. Kurz bevor ich den Pilz eingesammelt hätte. Nope! China Racing! Das ist Shiny Raptors, oder wie die heißen. Rex heißen die. Rex. Aha. Ja. Kommen noch ein paar Gegner mehr? Nö. Oh, schade. Ich höre irgendwie mal wieder dieses Geräusch, was in Mario über was 3 kommt, wenn du eine Truhe aufmachst. Ich hab's kommen sehen, ne? Ja, ich auch. Ich hab gedacht, ich sterbe. Na, guck mal, Midway Point. Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Grässlich. Grässlich. Hass. Sass. Mass. Effekt. 3. Jai. Hab ich nie gespielt. Weil es nur auf, wie heißt es, Oregon? Oregano, genau, auf dieser Oregano-Plattform da erhältlich war. Na, das war abzusehen, dass sowas passiert. Wie er mit seinen Füßen wackelt, wenn er stirbt. Nya, 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 nya. Oh, mal gucken, was wir hier so haben.
Du da. Was ist verpiss das? Dich. Im Haus zu fahren. Welcome to my race facility. You have 3 stages for your choice. Pipe Hill Zone, Surtur Plateau und Dusty Desert. The race challenge can have a timer but don't have a top score. But can say if you improved or not. Hey, what? Ich hab keine Ahnung, was er von uns will. Ich glaube, der wollte uns irgendwie. Ob hinter Tür 3 der Zong ist, wissen wir jetzt gleich. Ja, ist er. Tja, da bleibt ein Timer mit. Was soll ich denn jetzt hier machen? Laufen. An das Level erinnern wir uns doch. Tja, ich bin gestorben. Oh. Na toll. Was, du darfst jetzt hier die ganze Zeit Rennen fahren, während ich hier jetzt diesen schwulen Scheißdreck machen muss? Amerika kackt in deine Schuhe. Das ist aber eher Italien. Warte, jetzt müssen wir... Oh. Was ist hier los? Rambam. Ist das dieses hässliche Level, wo mich dieser goldene Rex zum ersten Mal getötet hat mit Agumon? Alimon. Ali und Babamon. Babamon. Alimon und Babamon. Oh Chris, was ist denn das hier für ein Schmamsch? Es ist rosa, es ist groß. Was erwartest du bitte? Es ist Patricks Bauchnabel. Ich habe jetzt was anderes erwartet, aber Patricks Bauchnabel ist auch gut. Was hast du erwartet? Ja, was ist auch rosa und seltsam und groß und angsteinflößend? Der Bemelmann. Ja, richtig. Drei Steaks sind auch rosa, groß und furchteinflößend. You're the best player ever. Sport. Maßlos übertrieben, Ture. Sport. Was ist jetzt hier los? Was haben wir jetzt dafür gewonnen? Ach nee, jetzt muss ich ja nochmal. Was haben wir jetzt da gewonnen? 3,50. Welches hast du jetzt gemacht? Das zweite oder das dritte? Das erste hast du gemacht, oder? Ja, das macht aber keinen Unterschied, Chris, weil wir brauchen die nicht. Das bringt uns gar nichts. Ich glaube, wir könnten ja mal probieren, einfach mal alle drei. Ja. Chris, du hast doch bloß keinen Bock auf die Höhle. Richtig. Da mach ich gar kein Hehl draus. Ja, bei ihm. Du musst ja gerne flittern. Ich wollte aber den gelben Mega Man. Zum Ultra Power Mega Mega Man machen. Ja. Ja, was machen die da oben? Karneval. Ich jongliere. Ja, das sehe ich dir an. Ja. Das sind mir so Momente, da denke ich mir so, ja, hier wäre ich gestorben. Er macht das auch geschickt, das muss doch ihm. Ja. Das hat er richtig gefickt eingeschädelt hier. Ja, das geht bei ihm. Ich habe jetzt eigentlich sagen wollen, das geht bei ihm jetzt nicht, aber naja. Hier könnte das Secret Action sein. Da oben vielleicht, ne? Nö. Nee, da oben? War ich nötig genug? Nö. Vielleicht da unten. Da unten. Na, Alter, was er ein Glück gehabt hat, ne? Shalom, Shalom. Vimir, was machst du mit uns? Hä? Vielleicht da oben? Nö. Was macht Vimir mit uns? Vimir! Oh, jetzt krieg ich mal ein paar Punkte. Wälder sind prinzipiell scheiße. Weg mit dem Regenwald. House of Damned. Ich suche ihr wart mir dort, ihr labert nur bloß. Ich will hier raus. KKK, Kilkenny Clan. Spannend. KKK, Kentucky kann kacken. Hey Ture, komm hier mal runter. Der NNP, der Niveau-Nullpunkt. Den haben wir gerade erreicht. Ich zähl's bis 10. Bei 10 stirbst du. 1, 2, 3, 4. Das zählt nicht. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du bist gut, Chris. Nö, ich habe einfach nur gewartet. Ich weiß. Na komm runter, kleiner Scheißer. Na, ihr dürft euch jetzt hier unten küssen. Lass die Braut jetzt küssen. Er erzählt schon wieder hier im Hintergrund, das ist unfair. Nein.
12! Bam! Versuch mal alle hören jetzt, Chris. Die auch. Die auch. Und wenn keine Röhre klappt, die da vorne hat nicht geklappt, die hier. Verzweiflung. Wenn keine Röhre klappt, spring echt mal da runter, wo wir meinten, vielleicht da unten. Kannst ja Start selecten, wenn es nicht klappt. Bam, ich mag Wurst. Bam, ich hab Durst. Bam, ich heiß Horst. Bam. Und steh im Forst. Touché, Mademoiselle. Waren wir hier schon an der Röhre und haben probiert? Ich nicht, ich habe erst auf Midway Point gespielt. Ah. An der auch noch nicht, auf jeden Fall. An der auf keinen. Ja, da geh ich hier nicht mehr hin. Wird so blöd. Wetten, die war's. Ah, mein Arsch! Ho, ho, ho! Schade, dass ich nicht bis zum Mittag geschafft habe, weil ich habe eine Idee. Was ist denn hier los? Ganz hochmäßig, der Jute. Nö. Du fängst doch mal von vorne an. Das wäre viel zu einfach, wenn das funktionieren würde. Nee, du musst einfach bei jeder Tür von vorne anfangen. Ja, hoch. Im Endeffekt musst du doch gar keine Tür. Kommt die Musik, die kommt mir bekannt vor. Aus Narnia? Die Tür probiere ich nicht. Da drüben war was. Da war ein Hohlraum. Wo? Links drüben. Das ist doch ein Hohlraum, oder? Nein. Das ist die Innendekoration hier. So sieht das immer aus. Ja, dann hätte er ein Hohlraum sein können. So wie in deinem Kopf. Ja, genau wie in meinem Kopf. Perfekte Schatz. Ich weiß, wo das Secret Exit ist. Pass mal auf. So wie beim Original Mario World. Okay, habe ich mich sowieso getäuscht. Ist ja nicht das erste Mal. Stimmt. Da geht's. Unten könnte man P-Switch brauchen und unten rein. Gibt's hier überhaupt irgendwo einen Key-Switch? Das Schlimmste daran ist einfach, dass man immer wieder von vorne spielen muss. Ja, hier war schon P-Switch. Vielleicht hier. Da hinten ist dann die Tür. Eine Tür? Mhm. Hier unten rein, hier hinten. Nicht da. Die falsche Tür. Ja, vermutlich ist in der Mitte richtig. Soll ich den da mal probieren? Da hinten war noch ein Raum, da war wahrscheinlich die Tür drin. Das hast du schon versaut. Da hinten weiter, da ist so ein Hohlraum und da ist gar nichts drin. Deswegen vermute ich, dass du da mit dem P-Switch irgendwie doch hinkommen musst. So eine scheiße Geistertür, ja? Mhm. Ja, dann muss ich mir mal von der anderen Seite anschauen. Na, du stehst jetzt gerade günstig. Da meine ich. Das kann sehr gut sein, Chris. Gut aufgepasst, Schirmer. Ja, krieg ich jetzt einen Keks? Mhm. Verdammt. Den gibt's erst, wenn ich das Level geschafft habe. Weil mich der Timer jedes Mal resettet, das könnte man noch 3 Stunden machen hier. Ah, und hier ist rein. Ach, leck mich, Leute, ich geh nach Hause. Nö. Da check ich's nicht. Und doch vielleicht die Tür da drüben? Da unten ist gar keine Tür im Moment, oder? Doch. Hier ist es auch nicht. Vielleicht müsst ihr auch jede Tür einmal genommen haben. Natürlich. Ja klar, hier vielleicht dann die Tür. Das kann sein. In der Mitte hier drin. Was ich mir auch gedacht habe, ist vielleicht, pass auf, hier so, hier auf dem Plateau. Oder. Werden wir gleich sehen. Kommen wir jetzt einfach mal zurück in die Switch. Ich glaube nicht, dass ich hier jetzt mal Power abkriege. Also wenn du sterben kannst du hier nicht. Na doch. Wenn man so ist wie ich, dann geht das. Ich kann das sehr gut, also von daher brauchst du mir noch nichts vormachen. Das ist doch Beschiss, so wie Chris. Ich bin auch Beschiss. Ja. Ja, genau. So, jetzt aber. Tür. Nö. Da. Da ist sie. Leckt mich, Leute, ich gehe nach Hause. Bosskampf, pass auf. Midway Point, pass mal auf. Timer, halt die Fresse.
Ich hab gesagt, halt die Fresse. Er hasst die Schule. Nee, er möchte meinen Hut haben. Sir? Als wenn er mich Sir nennen würde. Dein Timer nennt dich nicht Sir? Nee. Hast du aber schlecht erzogen. Mein Timer nennt mich Kanaken George. Ich mag deinen Timer. Kanaken George. Ja, ja, das traue ich dir schon zu. Arschloch. Manchmal nennt er mich auch Hohlraum. Hohlraumbirne? Ja. Ja, guten Tag. Da fühle ich mich immer so angesprochen. Na, endlich. Kriegst du nochmal eine Münze hinterher gepfiffen? Bis zum nächsten Mal.